Super, danke schön, Shanti. So, das hat die Shanti toll gemacht. Die hat den hier schon mal festgebunden, aber wir wollten ja diesmal lernen, wie wir den richtigen Knoten machen, so einen Sicherheitsknoten zum Festmachen. Könnt ihr dann zu Hause euch mal einfach so einen Strick besorgen und das üben fürs nächste Mal, wenn ihr zu uns kommt. Also, wir legen den Strick so rum. Machen jetzt hier so eine Häkelschlinge. So. Ziehen das dran. So. Und jetzt ist der, genau, Sepp, jetzt ist der fest. Also das heißt, der Sepp kann jetzt nicht von alleine, ne, den Knoten lösen. Aber wenn er sich jetzt irgendwie verheddern würde, so jetzt, ne, mit den Füßen, das ist zu lang, weil wir haben den so lang gelassen, weil er Gras fressen wollte oder so, könnt ihr einfach hier dran ziehen, zack, und der Esel ist frei. Nochmal. So, also, Strick so rumgelegt, zack. Jetzt machen wir so eine Häkelschlinge, ziehen hier einen Knoten, also eine Schlaufe, noch eine. Von mir aus noch eine, kommt halt drauf an, wie lang der ist. Und haben jetzt hier fest, ne? Esel kommt nicht weg. Aber wenn der sich jetzt verheddern würde oder der Strick wäre hier zu lang und der käme auf den Boden und würde scharren und sich verwickeln, kannst du einfach bei so einem Strick zack, aufstrehen und ziehen. Und der Esel ist frei, ohne dass, wenn man nämlich einen normalen Knoten machen würde und der so richtig unter Druck ist, kriegst du den niemals aufgemacht. Der zieht sich zusammen und der Esel zieht und du kriegst den nicht auf. Also habt ihr was zum Üben? Für wenn ihr das nächste Mal zu uns kommt. Okay, jetzt ist es endlich angekommen, unser Memory. Wir haben auch schon zwei direkt verschickt und jetzt zeigen wir euch das mal. Ne, Max, machst du es mal auf? So, und jetzt müssen wir das einmal mischen. Shanti gibt um. Und. Oh, ich habe selber schon was gesehen. Ich habe auch. So, okay, dann legen wir das mal richtig hin. Das jetzt hier. Ja, sehr gut. Ja. Noch ein paar bei Max. So, ja. Ups. Tada. Nö. So, Kleinster fängt's an. Also Shanti. Jupp und Pika. Jupp und Pika, super. Und? Shantita mit Toter Theo. Sehr gut. Und wieder zu. Ich bin dran. Ali. Oh, Ali. Und? Leider Theo. Genau. Mit 5 Ohren. Mit 5 Ohren, ja, stimmt. Hab Magdeta. Kleiner Theo. Und Fritz. Und unser Fritz, genau. Den haben wir nämlich auch noch mitgenommen. Obwohl der schon lange im Eselhimmel ist, ne? Ja. So, Shanti ist wieder dran. Ich will auch im Eselhimmel sein. Max? Ja. Der kleine Theo. Und? Wer ist das? Käthe. Käthe, genau. Aber kleiner Theo mit 5 Ohren war. Ah, Mist. Hans-Dieter und Harry. Hey. Hallo, wer war das? Ali? Kleiner Theo und Max. Ja. Oh nein. Kleiner Theo ist geboren. Kleiner Theo ist geboren, genau. We'll be right back.
dann. Oh, wir kommen nicht mehr dran. Ich hoffe, dass das reicht. Das hoffe ich für mich. So, einmal dranlegen. So, ein eindeutiger Sieger. Max hat gewonnen, dann ich und Chanti ist? Dritter. Super. Dabei sein ist alles. Super. Sieger! Und auch das Baby kriegt keine Möhren. Boah, wird immer dicker. Baby ist immer noch drin. Da wird immer dicker. Es ist sogar letzte Woche auf der Wiese stecken geblieben. Genau, das konnte sie sich nicht mehr selber umdrehen. Wir mussten sie retten und haben sie auf die eine Seite gerollt. So dick bist du schon geworden. So, Edda hat auch nochmal einen neuen Paten bekommen, Harry auch. Und einen Paten für das Baby. Der ist noch gar nicht da. Ne? Kommt immer noch nicht, aber die Zitzen werden voll, also Milch kommt. Sind noch keine Harztropfen da, aber... Yeah.